dauert, bis das erledigt ist. Das ist einmal ganz wichtig. Das Zweite ist, das hoffen wir alle miteinander. Die zweite Geschichte ist, als wir in diese Stadtregierung hineinkamen, da hat es diese Widmung schon gegeben. Als wir in diese Stadtregierung kamen, hat es diese Widmung schon gegeben. Und der Punkt war eigentlich jetzt nur mehr, wie verhindern wir die Verbauung? Und jetzt muss ich einmal sagen, wenn es uns nicht gegeben hätte, jetzt muss ich uns ein bisschen selber loben, dann würden hier die Häuser stehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, am Goldberg im 10. Bezirk ist es gelungen, ein Naturdenkmal daraus zu machen aus der Wiese, und dort können die Ziesel leben. Da wird auch zwei- oder dreimal im Jahr gemäht, das brauchen wir da auch. Und unser Punkt ist, bei den nächsten Koalitionsverhandlungen, so die SPÖ mit uns wieder koalieren möchte, im Jahr 2015, werden wir diese Geschichte so erledigen, dass hier nie wieder gebaut wird, sondern ein Naturdenkmal kommt. Das ist und muss unser Ziel sein. Wobei mir noch wichtig ist, und da bin ich auch durchaus der Meinung von vielen, da gehört gemäht, und zwar vor allem auf der rechten Seite, das ist viel zu hoch schon. Die Zieseln können da in Wirklichkeit nur vertrieben werden. Und das Schöne an dem Ganzen war eigentlich, dass die Zieseln die Chance gekriegt haben, durch die Ausgleichsflächen sich zu vermehren. Da freuen wir uns doch alle miteinander, weil jetzt noch mehr Flächen für die Zieseln da sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt von hier vertrieben werden können, ist einfach nicht so, sondern die Zieseln haben das gemacht, was sie richtig gut können. Wenn sie mehr Möglichkeiten haben für die Nahrungsaufnahme, dann vermehren sie sich. Und sie haben sich gut vermehrt, und da freuen wir uns drüber. Und so soll es also weitergehen. Damit ist der Zieselbestand nicht nur Geschichte hier, sondern er soll auch bleiben und weiterhin gut sein. Wir werden daraus ein Naturdenkmal machen, das wird die nächste Koalitionsregierung als Aufgabe haben. So, deswegen wichtig, wenn wir jetzt die rote Karte geben wollen oder nicht, sondern wir wollten die Stadtregierung auffordern, eine andere Fläche zu finden für die Bauträger, damit die dort in aller Ruhe bauen können und die Ziesel da auch in aller Ruhe in ihrem Bauen sein können. Und das war es dann schon. Dankeschön. Hallo.